Okay, und stopp, rückwärts. Der Anker rauscht in die Tiefe. Nachdem er den Grund auf 8 Meter Tiefe erreicht hat, wird bei langsamer Rückwärtsfahrt weiter Kette gegeben. Bei diesen guten Bedingungen reichen 25 Meter Kettenlänge locker aus. Eindampfen des Ankers. Mit dem Fuß auf der Kette spürt man ganz genau, ob er greift. Sitzt!